Hi Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Space Engineers. So, einmal bitte die Triebwerke an. So, jetzt muss ich erstmal hier hoch und muss erstmal in die Kranken Station, ich weiß, das klingt irgendwie doof, wieder die Energie auffüllen, sonst kann ich nämlich nichts mehr bauen. So, als nächstes. Baue ich hier erstmal weiter. Okay. Ihr seht ja, das ist unsere, ich sag mal, naja, nicht unbedingt Luftschleuse. Rein theopraktisch könnte man natürlich jetzt hier noch eine Schleuse dran setzen und wirklich eine Schleuse draus machen. Wäre natürlich wirklich eine Idee zu überlegen, ob man das vielleicht so macht, hä? Schauen wir mal. Lass es mal so im Raum stehen. Ihr schreibt es mal in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, ob wir das so lassen oder nicht. Jetzt will ich erstmal von außen sehen, dass ich das irgendwie hier hinbekomme. Dazu baue ich jetzt erstmal erstmal baue ich gar nichts, weil ich nämlich keine Stahlplatten habe. So, dann gehen wir uns mal Stahlplatten holen. So, Stahlplatten müssten wir eigentlich jede Menge da haben, denn ich habe aus dem ganzen Schwung gebaut. Den. Hier sind sie. Alles klar. Das auch dazu tun. Das hier dazu tun. Dazu tun. Ja, so, da ist die Montageanlage leer und dann. Sonder. So. Okay. So. So, also wir kommen auf alle Fälle so schon mal hin. Ich muss wollte ich dann natürlich so bauen, will ich den hier wegmachen. So. Kommen wir auf alle Fälle hin. Das muss ich mal gucken. Ja, nicht unbedingt. Das muss weg. Definitiv. Aber das ist ja nicht das Problem. So. So. Mal weiter. Ich gehe mal ins Kreisschiff. Gucken. Wo wir hinkommen. Oh, ich hab schon mal irgendwie. Nee, halt so. Und los zu. Oh. So, gucken wir mal. Weil wir das jetzt hier fertig bauen können. Oder sagen gar nicht, weil da genug dran sind.
Gott, ich hoch. Mal gucken, ob ich das da drin irgendwie noch. Mich auf alle Fälle geschweißt. Ich muss nur mal sehen, was brauche ich denn hier noch für Sachen. Wir können dieses Teil auf alle Fälle schon mit einem Sauerstoff anschließen. Diese Anschluss. Motor fehlt, alles klar. Da. Wir holen mal einen ganzen Arsch voll Motoren. Alles, was in mein Inventar reinpasst. Heißt, die Stahlplatten raus, Motoren rein. Mir auch oben was zurückschweißen. Machen wir einfach mal. So. Hier fehlt ein bisschen mehr. Brauchen wir noch Stahlrohr. Ja, ich mache es mal draußen. Und das nicht. Holen wir mal die Motoren hier rein. Platte holen. Aber auch nur ein paar und den Rest Motor wieder. Mal so und den Rest so. Okay. So. Okay. Das geht momentan nicht. Okay. Das Schiff mal kurz starten. Mal ausmachen. Wegen der Triebwerke. Ich habe mir nämlich geschrieben, dass das Schiff immer die ganze Zeit entgegenarbeitet. Sind hier gar keine Triebwerke an. Okay, gut, das müsste eigentlich schon reichen. Sowieso mal sehen, dass ich die Berge irgendwie. Ja. Ich brauche die hier. So. Okay, tun wir wieder hier rein. Ist auch die. So jetzt funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also mit jetzt hier. So, das kann sich nicht öffnen, weil noch keine Energie dran ist. Alles klar. Das geht hier.
Herstellungskomponenten, Stahlrohr, Kleidung, Computer. Das müssen wir doch. Da. Und Stahlrohr, Kleidung. 1000 Stück, das sollte eigentlich erstmal reichen. Okay. Muss ich mir noch einen Plan machen, wie ich das mache mit dem Undock, gell? So, das Problem ist jetzt halt, das Ding ist ohne Strom. Letzte Mal. Jetzt mal hier eine kleine Plattform hin. Sagen wir mal hier ungefähr, dafür brauche ich aber auch noch Stahlplatten, die ich noch nicht habe. Oh, Alter, ich brauche so eine. Das ist Wahnsinn. Das ist keine Kuhhaut. Da baue ich jetzt hier eine kleine Plattform dran. So. Eins, zwei, drei ist das Ding. Geil. Mindestens lang. So, okay, das schweißen wir jetzt nach. Dafür brauchen wir natürlich richtig viele Ressourcen. Hier kommt jetzt ein Reaktor hin. Und zwar Reaktor, ein großer. So. Ist halt noch nicht wie Weiterbauer, das muss. Mal. Sinn wahrscheinlich entweder eine Treppe hier runter bauen oder hier würde ich jetzt auf alle Fälle erstmal einen Kommandoturm hinbauen, der dann oben drauf kommt, so dass das Schiff hier unten drunter steht, der Kommandoturm sozusagen auf das Schiff drauf guckt, das gleichzeitig mit einem Undock ist. Wird natürlich schwierig werden, aber ja, aber auch interessant. So. Brauche ich auf alle Fälle richtig viele Stahlplatten. Und natürlich Reaktorkomponenten muss ich in Auftrag geben. So. Produktion. Reaktorkomponenten. Brauchen wir 2000. Brauchen wir 2000. Wir haben das mal gebaut.
mal mit meinem Schwertschiff hier runter und gucke mal, was wir dann noch für Ressourcen brauchen für den Dings. Oh. Okay, was fehlt? Metallgerüst, Stahlrohr groß, Superkonduktor und Motor. Okay, also. Alter, ich bin im Schiff hier rum, gell? Als ob es keinen Morgen gibt. So. Gut, jetzt sind wir dran. Halt, so. Konduktor. Den Goldbarren. Lesen. Tatsache, ich habe schon wieder kein Eisen, das gibt's doch nicht. Oder los. So, Power on. So. Ich brauche jetzt, ich habe den Bauwerk auch nicht mehr dran. Kommt, ihr wart falsch. Hier wollte ich hin, hier ist das Fahrwerk und zwar an aus und ja, Schalter. So, das heißt 6, so aus. So, weiß nicht mehr, wo das Eisen gewesen ist. Ich hatte das, glaube ich, auch nicht gespeichert, oder? Bin aber auch, glaube ich, aus Mirinder geflogen, oder? Ja, hier sind wir rein. Da bin ich hier rein. Okay, nee, ich war hier glaube ich noch gar nicht, ja. Hier war ich gewesen. Okay, Eis wird natürlich auch mit rausgeschmissen, braucht man nicht mehr. So, wichtig jetzt das Ja. Ja, bauen halt relativ schnell ab, ja, und relativ. Wollte eigentlich noch ein paar Auswürfe mit dran bauen, dass das schneller geht, gell. Ja,
Das braucht natürlich jetzt ewig, gell? Wir sind noch nicht viel Metall zusammen, gell? Ja, so viel ist das. Gut. Also ich muss definitiv noch ein paar Auswürfe dran bauen, das braucht ihr. Was? Containers instant voll. Natürlich Mist, das passt mir gar nicht. Müsste wirklich drüber nachdenken, ob ich nicht doch noch Container dran baue. Naja, und vor allen Dingen, naja gut, ich will ja sowieso ein größeres Bohrschiff bauen, aber ich brauche jetzt erstmal das Metall. Um den Reaktor fertig zu kriegen, den Andock haben, ey. Okay, ist alles raus. Machen wir eine Bohrung. Oder alles instant Folge. Naja, obwohl die Drills nicht ganz so schnell voll sind. Das heißt, wir verlieren nicht ganz so schlimm und schnell. Ich muss auch sehen, ich muss dann Sauerstoff auffüllen, sehe ich gerade. Ich habe da eine Flasche, die leer ist und die andere ist nur 73%. Das ist gar nicht gut. So, wie es aussieht, bin ich hier. Ja, schon wieder fertig. Gut, dann geht's weiter. Nächste Bohrung. Also ich gehe mal von aus, der mittlere Frachtcontainer, ja, der ist voll. Und die Drills sind auch so gut wie es geht voll. Ich mache nochmal kurz eine Bohrung. So, alles klar. Was das? Muss mal ein bisschen. Warte mal, bevor ich weiterfliege. So, und zwar setzt man hier erstmal gleich ein GPS-Signal, nicht? Und zwar Eisenmond 001. Ja, super. Fertig. Wasser. Finden wir mal wieder. Sehr gut. Nächstes Mal wollen wir mal losfliegen. Ein paar Auswürfe dran bauen, das geht so weiter. So, jetzt muss ich erstmal gucken, erstmal kicken. So. Müsste ich mich auf alle Fälle jetzt erstmal hochgehen. Okay, so ein bisschen rüber. Also zur Seite reinzünden.
Jetzt muss ich sehen, dass ich das Schiff, was jetzt dranhängt. So, das muss ich jetzt auf alle Fälle erstmal ab. Halt. Den nämlich andocken. Kann ich noch ein bisschen noch. Okay. Und das war's auch schon. So, und verriegeln. Fertig. So, jetzt brauche ich mal die Raffinerien. Die verarbeiten natürlich jetzt erstmal das Platin, ja? Ach du Scheiße. Muss man erstmal das Eisen verarbeiten. Das hält. Alter. Das ganze Zeug hier aus dem Schiff. Ihr seht ja, wir haben jetzt immer noch hier den mittleren Frachtcontainer voll, den Verbinder, der ist voll. Aber das wird jetzt natürlich Stück für Stück rausgenommen. Das seht ihr aus dem Verbinder hier. Jetzt Stück für Stück. Denn die Raffinerien haben ja auch Platz für bis 1000 Litern. Warum das ein Liter angegeben ist, weiß ich nicht. So, der Verbinder ist leer. Das heißt, jetzt kommt das restliche Zeug aus dem Frachtcontainer. Wenn das raus ist, wirklich das Schiff. Dass ich die Komponenten rausnehme. So. Noch einen Moment. Oh, denn das so lange? Denn normalerweise wollte ich schon die Osten. Reaktorkomponenten. So, und da kommt jetzt. Nein, hier. Also es geht doch, warum nicht gleich so? Okay, abdocken und raus. In die Ecke rein. Nur noch. Und. Weiß Schiff, jetzt muss man gucken, vielleicht sind jetzt die. Komponenten. Ich. Binder wieder anschalten, so verbunden, sehr schön, alles klar, hier rein, so. Mit rein, das ist auf alle Fälle, müssen wir auch noch nachbauen. Wieso? Okay, ja. Oh.
So. Produktion, ich baue auf alle Fälle aus. So, und dann müssen wir mal sehen. Reaktor hier unten fertig kriegen. Gucke mal, wie weit ich jetzt komme damit. Aktor. Okay, was ist los? Beigerüst fehlt, okay. Galro groß, 40, okay. So, da haben wir natürlich die Hälfte verpasst. Greifen, ich will mich einsetzen. So. Oh. Ja, komm jetzt. Rein hier. War zu tief. So. Gut, jetzt gucken wir noch mal. Was haben wir davon noch was? Ja, jede Menge. Das war der falsche. Ja, so. Nehmen wir noch die restlichen davon mit, aber ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr. So, Produktion. So, okay. So. Och, haben wir noch. Haben wir noch. Ich dachte, wir haben kein Nickel und kein Kobaltbarren mehr. Nachrutschen. Das braucht man nicht mehr so viel. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Reaktor baue. Werden wir sehen. Ansonsten zerlegt man das Zeug dann wieder. Goldbarren, okay, ja, das gefällt definitiv. Gitter haben wir. Schön. Das ist. So, jetzt müssten wir aber auf alle Fälle alles haben. Weg. So, jetzt bauen wir den Reaktor fertig, machen Uran rein. Dann verbinden wir das Schiff mit der Plattform hier. Will ich gucken, ob das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann reiße ich alles wieder ein. Dann reiße ich alles wieder ein. So, also der steht schon mal. So, jetzt brauche ich Uran. Auch mal Uran suchen gehen, so wupp. Wen nehmen wir denn raus? Mann, wie viel ist denn hier? Uran. Immer noch drinne. Okay, hier haben wir noch. Dann nehmen wir jetzt 20. 51 sollen das. Ich habe gesagt 20 reichen. Wir müssen sowieso Uran hier definitiv dringend suchen. So. Einmal bitte Energie drauf. Denke, so, jetzt läuft das. Müssten wir auch das Tor hier oben steuern können.
Hier geht immer noch nicht. Hier hat noch Panzerglas. Noch ein bisschen Panzerglas irgendwie. Wollen wir das nämlich auch fertig bauen hier? So, und fertig. Fertig. So, warum geht das jetzt hier nicht? Und auch noch nicht fertig zu sein. Hatte ich sie hier annähernd gebaut. Stahlplatte, Motor. Fehlt, okay. Das können wir auf alle Fälle nachbauen. Hier haben wir übrigens noch Motor. Auch nicht. Hilft dann mal wieder raus hier. 160, das. So, Stahlplatte. So. Und dann sollten wir jetzt die Schleuse eigentlich fertig haben. Komm. Ja, genau. Und dann. So. So gefällt mir das. So gefällt mir das. So, jetzt müssen wir mal gucken. Muss ich erstmal entriegeln und aus. Werke natürlich anschalten. Das dauert jetzt einen Moment, bis die wieder geladen sind. So. So. Und komm und. Ja. Sehr schön. So. Verriegelt. Okay. Triebwerke aus. Dann ist das Schiff gelandet. Normalerweise könnte man das eigentlich auch als. Warte mal. Entriegeln und P. Ja. So. Perfekt. So. Können wir hier rausgehen? Und ich wollte jetzt nicht hier lang fliegen. So, und jetzt haben wir hier eine Schleuse. Okay. Zu bitte. Mal zu bitte. Einmal zu bitte. So, wir sind aus dem Schiff raus und können dann hier in unsere Station latschen. So finde ich das nice. So ist das geil. Und so bleibt das. So. Richtig geile Andockschleuse. Alles klar, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Falls ihr neu seid auf dem Kanal, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, wenn euch dann der Content interessiert. Ansonsten freue ich mich natürlich auch riesig drauf, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin, habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.